Hallo, ich bin der Roland. Und wie ich euch bereits in einem anderen Video gezeigt habe, sind die Claudia und ich im Skigebiet Serfaus-Fislades unterwegs gewesen. Dazu gehört auch das Gebiet um den Massnerkopf mit seinen 2828 Metern. Wir sind vom Massnerkopf und dem tollen Panorama und den Superpisten so begeistert, dass wir euch diese nochmal fast in voller Länge zeigen wollen. Man kommt aus Serfaus nur mit den Seilbahnen zum Planseck, zur Scheid oder Obere Scheid und weiter zum Pezit, zum Massnerkopf. Vom Massnerkopf gibt es nur rote und schwarze Pisten. Es ist also etwas nur für geübte Skifahrer. Aber alle anderen können ja jetzt hier in diesem Video die Abfahrten genießen und das tolle Panorama auf sich wirken lassen. Also, holt euch einen Jagertee, setzt die Sonnenbrille auf, benutzt die Sonnencreme und fühlt euch wie im Winterwunderland. Viel Spaß bei den Abfahrten!
Die 450 Meter Höhenunterschied bis zum Massnerkopf überwindet die Seilbahn in ca. 5 Minuten. Die Seilbahn wurde 2011 erbaut und kann bis zu 3000 Personen pro Stunde transportieren. Die soeben gefahrene Piste ist nur im oberen Bereich schwarz. Dann wird sie zu einer roten. Diese rote Piste vom Massnerkopf führt an der Hexenseehütte vorbei. Thank you.
Von der Bergstation der Aretsjochbahn gelangt man über eine blaue Piste zur Moosalmbahn wieder in das Gebiet Serfaus. Wer mehr über das gesamte Skigebiet Serfaus-Fislades sehen möchte, dem habe ich im Abspann das passende Video verlinkt. Wer mehr von schönen Landschaften sehen will und dieses Video gefallen hat, der abonniert den Kanal und drückt den Daumen hoch. Bis bald und Ski heil!